Die Veränderung und die E-Mail und die SMS und all das, das hat es ja alles nicht gegeben. Also ich meine noch, ich als junger Mann, wenn auf Reisen gegangen bin, da war halt klar, 3 Tage lang steht das Büro still. Ende, der kann das wieder angucken, wenn er wieder zurück ist. Das hat alles aufgehört. Und das macht natürlich einen Druck auf die Menschen. Ja, war manchmal nicht unsympathisch, nicht, wenn man mal 3 Tage ja, durchaus. Aber das geht gar nicht mehr. Aber es geht eben nicht mehr, wenn Sie an diesem Block teilnehmen. Und es gibt immer mehr Menschen, die sagen, Entschleunigung, ich will das gar nicht. Dann nehme ich mich halt zurück. Downshifter nennen das die Amerikaner. Und die müssen downshiften, weil sie einfach keinen wettbewerbsfähigen Job in dieser Wissensgesellschaft finden, weil sie entweder dafür nicht begabt genug sind oder weil sie nicht gut genug ausgebildet sind oder nicht gut genug weitergebildet sind. Und dann gibt es andere, die sagen, ich will das nicht, dieses Gerenne. Ich kümmere mich lieber um meine 2 Kinder. Das ist im Prinzip, wenn der Mensch die Konsequenzen trägt, legitime Entscheidung. Und zwischen diesen beiden Blöcken gibt es wachsende Kulturkämpfe, behaupte ich. Aber stimmt das denn noch 2 Drittel, 1 Drittel? Ich habe immer das Gefühl, das könnte denn schon eine 50-50-Gesellschaft sein. Nein, das glaube ich nicht. Denn ich meine, Sie müssen ja sehen, also im Grunde haben Sie oben drüber so 5%, ich nenne die immer Wissensarbeiter. Ja? Mhm. Also das heißt, Robert Reich hat die Symbolanalytiker genannt. Also die Finanzdienstleister, die Unternehmensberater, wie die alle heißen. Ja? Auf die kommt es an. Also die bewegen so eine Gesellschaft in diese oder andere Richtung. Aber natürlich brauchen sie den Meister bei BMW, der diese wunderbaren Autos, in der diese wunderbaren Autos produziert werden, genauso noch. Und sie haben natürlich nicht nur einen kleinen Agrarsektor, sondern ihre Heizung geht kaputt. Sie brauchen einen Heizungstechniker. Es gibt also so, und die Menschen sind alle in diesem produktivistischen Kern drin. Und ich würde schon sagen, das ist deutlich, ich weiß nicht, ob 66,6% sind, aber das ist deutlich über 50%. Aber in einem Land, in dem es 15% de facto Arbeitslose gibt, die schon gar keinen Job haben, und gibt es halt dann auch viele, die sich zurücknehmen und sagen, ich mache an diesem Theater nicht mit und irgendwie aus ganz unterschiedlichen Patchwork-Einkommen leben. Nicht? Der eine erbt ein Häuschen von der Großmutter und wenn der vorsichtig lebt und sparsam lebt, lebt er davon 3, 4, 5 Jahre. Und dann gibt es eben geringfügige Beschäftigungsverhältnisse und manche haben mehrere davon. Und dann gibt es natürlich Sozialhilfe und die ganzen Transferzahlungen und da gibt es Schwarzarbeit und dann mischen viele Leute diese unterschiedlichen Systeme miteinander. Und sie sehen ihnen im Supermarkt nicht mehr an, wie früher, wo man arm und reich sozusagen schon an der Kleidung unterscheiden konnte. Das ist heute sehr viel schwieriger zumindest geworden, weil eben auch viele Leute mit hohen Einkommen im Supermarkt im T-Shirt herumlaufen. Ja. Schauen wir mal ein bisschen von hier aus jetzt weiter in die Zukunft. Sie haben ja 1999 war das über den digitalen Kapitalismus geschrieben, das heißt über diese beschleunigte Gesellschaft. Nehmen wir uns mal das Beispiel von dem sehr talentierten Menschen bei BMW, der diese wunderschönen Autos zusammenschraubt. Bei Mercedes, um nicht nur Schleichwerbung für den einen zu machen, ist es ja genauso. Inzwischen werden wunderschöne BMW in Amerika zusammengeschraubt, in anderen Ländern zusammengeschraubt. Mercedes werden sogar teilweise die M-Klasse, die wir fahren, die kommt aus den USA. Das heißt also, in diesem Bereich, eben der nicht der digitale Bereich ist, sondern der klassische Herstellung noch ist, Produktion, wenn Sie da mal in 10 Jahren in die Zukunft gucken, sind Sie da noch genauso zuversichtlich, dass Sie dann bei der 2-Drittel-1-Drittel-Ratio sind? Gott, also da kann ich auch nur sagen, ich bin kein Prophet, aber ich glaube letztlich schon, weil es natürlich auf unterschiedliche Dinge ankommt. Wissen Sie, die Dienstleistung ist gelegentlich leichter nach Singapur zu verlagern als die Industrieproduktion, weil Sie müssen also erstens, Sie können es nur in Länder verlagern, in denen eine erstklassige berufliche Bildung herrscht. Also Sie können sie in die Tschechische Republik verlagern, aber nicht in jedes beliebige asiatische Land. Da können aber das steht ja vor der Tür jetzt mit der Osterweiterung am Markt. Genau. Da können Sie Turnschuhe verlagern, die können Sie beliebig verlagern, die Produktion von Turnschuhen, aber nicht die Produktion von Werkzeugmaschinen. Und also insofern, dann geht es um Infrastruktur, um Logistik, also um vieles andere. Und deswegen ist die Verlagerung gerade von Industrieproduktion nicht beliebig. Nur richtig ist, das Zauberwort heißt ja Arbitrage. Die meisten Leute kennen das gar nicht. Das heißt, die können umgehen. Nicht? Das ist, was durch diese Entwicklung vor allem der Finanzmärkte und überhaupt diese Digitalisierung jetzt mal als Symbolbegriff möglich geworden ist.
Die Leute können dorthin gehen, wo sie, wo es angenehmer ist, Steuern zu zahlen. Auch die Unternehmen können das mit Unternehmensteilen, wie auch immer, bis zu einem gewissen Grad tun. Dann gibt es dann Hinderungsgründe und Siemens macht das noch nicht und so weiter und so weiter. Aber meine, die Kapitalstruktur der Unternehmen wird natürlich immer internationaler. Und seien Sie mal Vorstandsvorsitzender eines nominell deutschen Unternehmens mit Streubesitz und irgendwelche Funds besitzen, die Aktien, dann können Sie sich nicht beliebig so bewegen, wie der evangelische Pastor das in der Kirche verlangt, sondern wenn Sie nicht so funktionieren, wie das den vierteljährigen Reporting entspricht, werden Sie gefeuert. Mhm. Und da könnte man La Fontaine-esque werden, wenn man sich das anguckt. Denn in der Tat, diese internationalen Strukturen werden sich auch ihre Gegenmacht schaffen. Also so wie irgendwann der Industriekapitalismus so brutal war, dass dann die Sozialdemokratie und die Gewerkschaften als Gegenmacht immer mehr Zustimmung bekamen, kann uns das da auch passieren. Ich meine, diese internationalen Finanzmärkte, wenn Sie mal das Geschäft mit Derivaten oder Leerverkäufe oder was es da alles gibt, die Leute begreifen das ja gar nicht. Aber das kann in einzelnen Gesellschaften zu Folgerungen führen, wo es Mord und Totschlag gibt. Ich meine, gucken Sie sich einen Fall wie Argentinien an. Und das kann natürlich auch Europa irgendwann erreichen. Insofern bin ich wieder bei den Warenkatastrophen. Es werden einige kommen und da kommt es darauf an, ob dann die politischen Führungen richtig darauf reagieren. Unser Problem ist nur, das kann man aus dem Kanzleramt in Berlin gar nicht entscheiden. Nicht? Da muss dann EU tun. Und wird die noch funktionieren in 10 Jahren oder ruinieren wir die jetzt durch die Erweiterung? Das ist eine völlig offene Frage, wenn ich auf diese Regierungskonferenz gucke, die dieses Konventspaket mühsam geschnürt nun aufschnüren wollen, wegen allen möglichen Kokolores. Ja, vor allen Dingen wird es ein gemeinsames Interesse der EU geben. Ich kann mir vorstellen, dass zum Beispiel Länder wie Portugal, aber auch die neuen Länder, Tschechien oder sowas, möglicherweise doch etwas andere Interessen haben als die spätindustriellen Gesellschaften wie eben Deutschland und Frankreich. Ja, ja, nur ich meine, dass man das bei der Erweiterung nicht überlegt hat und durch die Barocksäle Europas reiste mit dem Spruch, Erweiterung und Vertiefung sind kein Gegensatz, sondern bedingen sich gegenseitig. Ja, das könnte sich eben in absehbarer Zeit sehr rächen. Wenn man zum Beispiel überhaupt die Psychologie und die Geschichte der mittelosteuropäischen Staaten nicht bedacht hat. Ich kann verstehen, dass ein Tscheche sagt, jetzt haben wir erst die Nazis gehabt, dann haben wir 50 Jahre lang den Kommunismus gehabt und jetzt sollen wir schon wieder nach Brüssel Kompetenzen abgeben. Nun ist das zwar Quatsch, weil Brüssel mit Moskau nun wirklich nicht vergleichbar ist, aber von der Psychologie der Leute ist das so. Die haben sich immer an große Staaten angelehnt, um nicht von einem deutsch dominierten Europa bestimmt zu werden. Bei Benesch waren das Stalin und die Russen, deswegen haben die ja 50 Jahre das gehabt. Jetzt sind es die Amerikaner, nicht? Die Polen sind jetzt also Hand in Hand im Irak mit den Amerikanern. Das kommt aus tiefen Schichten in diesen Staaten. Und das hätte man auch schon im Jahr 93 wissen können, als man die großen Versprechungen machte. Also das ist eine sehr ambivalente Entwicklung. Ja. Ich habe ja diesen Konvent ein Jahr lang angehört, bis der Außenminister mich ablöste. Und ich finde den Kompromiss, den dann Joschka Fischer und andere gemacht haben, per saldo richtig. Ich hätte ihn auch so abgeschlossen. Aber ob er jetzt zustande kommt unter dem Druck Spaniens, unter dem Druck Polens, weiß niemand. Der Österreicher zum Beispiel. Druck der Österreicher ist noch ein bisschen kleiner als der Polen oder der Spanier. Aber wenn das schief geht, dann wird aus diesem ganzen Europa eine Freihandelszone und nichts anderes. Und das ist für Deutschland das Schlimmste, weil dann der größte Nationalstaat nicht eingefriedet ist in Europa. Das kann man alles bei Helmut Schmidt 100-mal nachlesen, aber das hilft ja nichts, dass manche das Richtige sagen. Das muss in den Köpfen der Leute ankommen. Das muss ankommen, ja. Gut, darum bemühen wir uns ja. Kehren wir nochmal auf das zurück, was wir eben gerade hatten. Welche Folgen wird dieser digitale Kapitalismus haben für uns alle, für den Arbeitsmarkt? Eine der Thesen ist ja, Arbeitsplätze werden sehr viel stärker vernichtet werden durch die Digitalisierung. Und es gibt ja dafür ja zumindest erstmal offenkundige Belege, wenn wir uns hier umschauen, was im Banken- oder Versicherungsbereich oder in anderen Bereichen sozusagen, was an Verwaltungsarbeit künftig wegfallen kann oder schon weggefallen ist.
da kann einem ja schon auch Angst und Bange werden. Auf der anderen Seite sagen ja viele, das ist auch der Impuls für neue Arbeitsplätze. Wie analysieren Sie denn das? Wird sich das die Waage halten oder müssen wir uns damit abfinden, dass wir durch Digitalisierung weniger Arbeit haben? Digitalisierung ist ja ein Kunstwort sozusagen. Mhm. Das ist eine ganz bestimmte technische Entwicklung, 0 und 1 ja. und so. Aber das ist nur das Symbol für die Gesamtentwicklung. IT sozusagen, ja. Genau, die Bestimmung der Gesellschaft durch Informations- und Kommunikationstechnik. Mhm. Und da glaube ich in der Tat, dass einfach, auch wenn Sie diese Formel Wissensgesellschaft dafür benutzen, verstehen Sie, dass das automatisch mit sich bringt, dass da Jobs vergeben werden, die nicht alle ausfüllen können. Und dass das Bildungssystem nicht flexibel genug ist, darauf das aufzufangen und darauf zu reagieren. Und deshalb können Sie gucken, in allen Schubladen der Bankmanager liegen die Rationalisierungspläne und die werden ihre Filialen kürzen, weil eben viele Menschen in der Lage sein werden, ihre Bankgeschäfte online zu erledigen und die Filiale um die Ecke nicht mehr brauchen. Und da fallen halt dann viele Arbeitsplätze weg. Ich habe das ganz plastisch erlebt bei der Telekommunikation. Ich war 10 Jahre im Aufsichtsrat der Deutschen Telekom. Wir haben zwangsweise mehr Arbeitsplätze wegrationalisiert als neue Arbeitsplätze bei den Mobilfunkunternehmen, den Internetunternehmen neu geschaffen wurden. Mhm. Und das ist ein allgemeiner Effekt. Als ich das 99 geschrieben habe, haben die mich alle für verrückt erklärt, denn das war ja mitten im Rausch der New Economy. Jetzt sagen es viele. Wobei das Interessante ist ja, wenn man jetzt zurückschaut auf die Entwicklung in Amerika, vielleicht liegt es nur daran, dass sie sozusagen der Weltmarktführer in diesem Bereich sind. Da haben wir Produktivitätszuwächse und mehr Arbeitsplätze. Im Grunde müsste sich das ja gegeneinander sozusagen ausgleichen. Aber liegt es nur daran, dass die sozusagen für uns mitproduzieren? Nee. Also dass in einigen dieser Bereiche, Software zum Beispiel, produzieren die für uns mit, weil sie da natürlich ungeheuer erfolgreich sind. Wir haben viele Entwicklungen der Informations- und Kommunikationstechnik bis 45 stammen, alle aus Europa, bis zurück zu Leibniz. Mhm. Alles nach 45, fast alles, bis auf das World Wide Web, das in Genf entwickelt wurde, ist alles Amerika. Und das hat natürlich auch Folgerungen für deren Einkommen, nicht? Und für die Entwicklungen von Export und Import. Aber es kommt ein zweites dazu bei den Amerikanern, der Zuwachs an Arbeitsplätzen ist natürlich, sind viele auch Arbeitsplätze, die es in Europa gar nicht gibt. Verstehen Sie? Es gibt halt auch den Menschen in den Vereinigten Staaten, der an der Kasse am Supermarkt steht und wenn Sie dort Ihre Dosen einpacken, der Ihnen die Dosen die in den... Die muss ich mir selbst einpacken. Ich habe da 4,5 Jahre gelebt. Na eben. Und der Job ist ja unwürdig, sagt man bei uns. Und gelegentlich muss man auch 5 solcher Jobs haben oder 3, damit man eine Familie mit 2 Kindern ernähren kann. Also man muss sich das jeweils sehr genau angucken. Es gibt in den Vereinigten Staaten ein Wachstum von wunderbaren Arbeitsplätzen in bestimmten Teilen der USA, aber es gibt halt natürlich auch diese Entwicklung mit den Bad Jobs und es gibt natürlich einen viel flexibleren Arbeitsmarkt als bei uns und das alles wirkt zusammen. Mhm. Gut, also kleine Einschränkung vielleicht dabei, würde ich aus meiner Erfahrung sehen, also das, was dort an Jobs gewachsen ist, also diese 20 Millionen unter Clinton, 60% davon, so sagt es die Statistik der Amerikaner jedenfalls, sind über dem Durchschnitt gewesen. Das heißt also, da gibt es schon auch Wachstum in hochwertigen Dienstleistungsbereichen, den wir ja zum großen Teil dann wieder nicht so stark haben. Ja, nur die Frage ist eben, ob das nicht auch zu tun hat mit der starken Stellung des Dollars als Weltgeld, ob nicht auch Probleme bekommen die, wenn also ihre Zahlungsbilanzprobleme einmal explodieren sollten. Denn meine, sie leben natürlich davon, dass sie viel Kapital aus der ganzen Welt anziehen. Aber Tatsache ist, wir können nicht so schnell unser System amerikanisieren, wie manche das wollen. Ja. Richtig. Ich bin auch nicht sicher, dass wir sollten, aber bitteschön. Ja. Also das Thema ist, wer werden denn diejenigen sein, die in Zukunft die entscheidenden, die guten Jobs haben? Sie haben ja schon gesagt, es sind die gut Ausgebildeten. Ja. Und die Frage ist ja, inwieweit wir mit unserem Bildungssystem darauf überhaupt nur im Mindesten vorbereitet sind. Im Schulsystem, wir haben es gelesen, PISA-Studien, andere Studien, sie kommen alle zu ähnlichen Ergebnissen. Wir sind in der Lesekompetenz, sind unsere Kinder unter Durchschnitt, aber auch in der mathematischen Kompetenz. Was haben wir denn da falsch gemacht? Ich meine, dümmer können unsere Kinder ja nicht sein.
erstens sind sie nicht dümmer und zweitens sind diese Ergebnisse oft an den Haaren herbeigezogen. Also Sie müssen sich dazu mal den obersten PISA-Forscher, den Herrn Baumert aus Berlin anhören, der das alles geleitet hat. Die Schlussfolgerungen sind nicht so einfach, wie manche Leute glauben. Mhm. Also ich sage Ihnen, ich glaube, Sie würden es mir bestätigen mit noch besserer Amerika-Kenntnis, ich schicke meine Kinder lieber in eine Grundschule in Paderborn oder in Pinneberg oder in München, als in eine Grundschule in Milwaukee, wo ich meine Gastprofessur hatte. Verstehen Sie, es gibt weite Flächen in den Vereinigten Staaten, wo Sie auf Privatschulen angewiesen sind, wenn Sie eine wirklich gute Schule haben wollen. Die durchschnittliche deutsche Universität ist besser als die durchschnittliche amerikanische. Aber wir haben das Problem, dass wir kein MIT, kein Stanford, kein Harvard, kein Northwestern haben. Also da müssen wir nacharbeiten an manchen Punkten. Im Übrigen wäre es durchaus auch sinnvoll, gelegentlich mal zu gucken, was haben eigentlich die Finnen gemacht? Was haben eigentlich die Holländer gemacht? Gelegentlich sind kleinere europäische Gesellschaften in der Tat weiter als wir, weil sie beweglicher waren in ihrer politischen Struktur und einfach gesagt haben, das ändern wir jetzt. Also ich denke nur an diesen quälenden Prozess mit den Studiengebühren. Ich habe das ja noch als aktiver Politiker, also zuständig für Bildung und Forschung in der SPD, gesagt, wir brauchen Studiengebühr. Die haben mich ja fast umgebracht. Ich wollte gerade sagen, Sie sind fast geköpft worden. Ja, wirklich, also manche hätten mich gerne geköpft. Aber inzwischen also höre ich von so einer Gruppe junger SPD-Politiker unter Herrn Gabriel, Netzwerk genannt, ja, selbstverständlich müssen wir das machen. Frau Merkel hat es inzwischen auch schon übernommen. Also das dauerte noch 2 Jahre. Ja? Der neue bayerische... Das Gesetz steht schon mal dagegen. Ja gut, das Gesetz steht dagegen. Das ist ja auch ein Unsinn. In jedem Fall ist es ein Unsinn, dass der Bund den Ländern vorschreibt, was sie machen wollen. Das ist reine Ideologie. Aber ich meine, ich bin ganz sicher, wenn ich an einem Thema sicher bin, dass ich mich durchsetze, dann bei diesem Thema. Sie können... Der Markt ist da weit besser. Ich mache jetzt ein MBA in St. Gallen, Media and Communication, englischsprachig. Der kostet 49.000 Franken für 11 Monate. Aber ich kriege aus der ganzen Welt die besten Leute. Natürlich muss ich dann auch Stipendien besorgen für Leute aus Rumänien oder was, die solches Geld nicht aufbringen können. Aber das ist ein Markt, wo ich mich weltweit bewege. Und in Deutschland, der Rektor der Hamburger Universität ist doch froh, wenn er keine Inder bekommt, weil er so viele Leute aus Pinneberg hat. Verstehen Sie mich? Während die Wharton School, die beste Business School der Welt, in der University of Philadelphia, die sind stolz darauf, dass sie, ich weiß nicht, wie viel Prozent Inder haben. Und Inder sind in Software, in Mathematik, auch in Business Administration fantastisch. Man muss nur durch Silicon Valley fahren, dann sieht man es. Ja, also das... Aber was hindert die Politik und besonders natürlich die sozialdemokratischen Politiker so sehr eine ja an sich vernünftige Argumentation zu akzeptieren? Ich will Ihnen mal was sagen. Ich habe eine Fernsehdiskussion im ZDF gehabt mit Herrn Stoiber vor 5 Jahren. Da ging es um Studiengebühren und da war er dagegen und ich war dafür. Und am Schluss hat er zu mir gesagt, ich werde mir doch nicht, entschuldige mal, 10.000 Studenten auf den Odeonsplatz, das ist einer der großen Plätze Münchens, organisieren kurz vor der Wahl. Ja? Herr Zehetmeier, sein langjähriger und sehr tüchtiger Wissenschaftsminister, war immer gegen Studiengebühr. Jetzt, Herr Goppel, macht die Wende. Ja? Also, das ist nicht nur SPD gewesen. Nein, es ist diese falsche Grundhaltung wieder. Das sei ungerecht. Verstehen Sie mich? Es ist ungerecht, eine Krankenschwester, die nie in die Nähe einer Universität nur kommt, zu verpflichten, meinen Kindern das Studium umsonst zu ermöglichen. Das führt halt auch dazu, dass die Universitäten bankrotter werden, dass die Relation zwischen Lehrenden und Lernenden immer ungünstiger wird und dass deswegen die Konkurrenzfähigkeit der Deutschen, übrigens erst recht der Französischen, nicht zu reden von den italienischen Hochschulen, immer schlechter wird und dass die Besten, die wirklich Guten, abhauen, alle abhauen. Wissen Sie, ich komme aus dem alten Österreich, ich komme aus der Tschechei. Also, da gingen die wirklich guten Leute nach Wien. Jetzt gehen die wirklich guten Leute nach Harvard oder sonst an eine amerikanische Universität, um eine amerikanische Business Card zu bekommen. Denn so werden sie am ehesten bei Daimler Chrysler oder bei der deutschen Post WorldNet oder bei der Telekom oder bei sonstigen großen Unternehmen Geschäftsbereichsleiter. Also das mal akzeptiert, aber wenn Sie sich jetzt mal die Schweizer Erfahrungen, also auch die in St. Gallen anschauen, die Schweizer bringen ja noch weniger Abiturienten zum Studium als die Deutschen sogar. Und auch da ist, auch wir beklagen doch schon das Defizit. Hängt das auch mit Studiengebühren zusammen oder...
Weil in St. Gallen haben Sie ja Studiengebühren, werden auch relativ moderate, nicht? Moderate. Mit den Gebühren sind die auch keineswegs auf amerikanischem Niveau, aber sie sind ein Stück weiter. Sie haben einen rigiden Ausgleich zwischen unterschiedlichen Kantonen. Wenn einer aus Basel in St. Gallen studiert, dann zahlt der Kanton Basel den St. Gallern etwas. Also es ist ein ganz anderes System. Aber man muss eben der Schweiz lassen, dass sie mindestens zwei Hochschulen hat, nämlich die ETH Zürich. Die wird nicht von den Kantonen getragen, sondern die wird vom Bund, von der Eidgenossenschaft getragen. Und mit dieser Sondersituation, also einer Wirtschaftshochschule in St. Gallen, wo sie mindestens im europäischen, die ETH, sicher auch im Weltwettbewerb mitspielen können. Das gilt übrigens auch noch für einige Hochschulen in Großbritannien. Aber ansonsten, ja, vielleicht noch Lund in Schweden und vielleicht die eine oder andere Amsterdam-Fachrichtung in Holland und dann ist Schluss. Das ist, Europa ist wahnsinnig, dass es das zulässt. Sie machen wirklich einen großen Fehler. Sie haben ja vorhin das Thema schon angesprochen, Sie müssen auch Stipendien besorgen. Das ist doch aber ein wichtiger Punkt, also wenn man jetzt über Studiengebühren redet, um das Argument zu entkräften, dass dann eben Kinder aus nicht so begüterten Häusern eben nicht mehr studieren können. Was wäre denn das vernünftigste System Ihrer Meinung nach, um das möglich zu machen? Ich würde BAföG abschaffen und das Geld in Stipendien stecken. Das ist dann leistungsbezogen, das heißt, jemand muss gut sein, damit er ein solches Stipendium bekommt, aber man muss viel mehr Stipendien geben. Und du musst dir die Studiengebühren, die du zahlen musst, mit einer Postkarte leihen können. Und den Ausfall, den die Banken dann damit haben, muss der Bund ersetzen. Mhm. Ist notwendig, sodass jeder studieren kann. Es ist richtig, sie schrecken manche Leute damit ab. In den Unterschichten gibt es natürlich Leute, die sagen, es ist selbstverständlich, dass sie ein Eigenheim bauen, aber es ist nicht selbstverständlich, dass der Junge studiert. Aber diese Haltung muss man halt auch aufbrechen. Die wird von den Begabten auch aufgebrochen. Also jedenfalls ist ja gar kein Zweifel, wir haben keine Studiengebühren, aber gerecht ist unser Bildungssystem nicht, wie all diese Studien beweisen. Das heißt, wir haben einen sehr geringen Prozentsatz von Menschen aus unteren sozialen Schichten, die bis in die Universitäten geraten. Geringer als andere europäische Gesellschaften. Ich habe jetzt gelesen, das letzte war, 12% aller Arbeiterkinder studieren und 72% der Beamtenkinder. Ja. Das ist sehr erschütternd, wenn man sagt, das ist die Bilanz von so vielen Jahrzehnten deutscher Bildungspolitik. Ja, wobei natürlich dahinter auch wieder statistische, ich glaube, mit Franz Josef Strauß nur an die Statistik, die ich selber gefälscht habe. Also da kann man auch immer lange drüber streiten. Und Sie müssen sehen, wir hatten ja natürlich, wir haben noch dieses System der beruflichen Bildung, das natürlich sehr, sehr gut ist und auch eine Chance bietet. Und Sie können über die berufliche Bildung und die Fachhochschulen einen zweiten Weg machen. Also es ist manches nicht so schlecht, wie es in den neuesten Schlagzeilen aussieht, aber trotzdem. Es ist zu sozial ungerecht und es gibt vergleichbare Länder, wo es sozial gerechter ist. Und insgesamt ist ganz unbestreitbar, wir investieren zu viel in zu wenig in Hochschulen und wir geben zu viel Geld aus für Subventionen. Aber wissen Sie, wenn Sie das Herrn Schröder sagen, lächelt der müde. Das weiß der natürlich längst. Ja. Und Frau Merkel weiß das auch längst. Sie können es nur beide nicht ändern. Und das würde beim Föderalismus. Ja, und wir sind eben auch bei, ja, wie soll man sagen, auch teilweise nicht Denkverboten, aber auch Sprechverboten. Weil das, diese Themen, die sind doch lange Zeit, ja, es war politically nicht korrekt, ja, so etwas zu sagen. Ja, aber aussprechen, verstehen Sie mich, bei den Kadern. Das ist ja ein ganz wichtiges Problem. Ich habe meine Kader manchmal geärgert, indem ich gesagt habe, das sind ja Lähmschichten. Also nicht Lehm, Lähm mit Ä. Ja? Das ist klar, wenn Sie in eine CDU-Versammlung gehen und eine SPD-Versammlung gehen, haben Sie ganz bestimmte Leute vor sich. Und wir haben zahllose Leute, die es in dieser Gesellschaft gibt, nicht in diesen Gruppen. Und der Abgeordnete hat jedes Wochenende nur immer dieselben Leute vor sich. Und in so einem Wahlkreis, in einer Wahlkreisorganisation sind das 300 Leute und das ist das, was einer 30 Jahre erlebt. Gelegentlich sind immer dieselben, weil so wenig Junge nachkommen. Ja? Deswegen glaubt er, dass das die Meinung ist. Und der glaubt, das ist das Volk. Und in Wirklichkeit zum Beispiel 50% der Studenten oder um die 50% sind für Studiengebühren. Die kommen natürlich bei den Funktionären der Studentenschaft nicht zu Wort, da gibt es keinen davon. Also insofern gibt es so manche optische Effekte, die anders sind als die Wirklichkeit. Nun kommen wir zu einem ganz anderen Thema, aber eigentlich hat es auch mit Political Correctness oder mit Verboten, über Denkverboten zu reden. Sie haben einen Bestseller geschrieben, der heißt Die Vertreibung. Und es ist erstaunlich, dass das Thema so viele Jahrzehnte ja eigentlich, kann man sagen, im nationalen Gedächtnis geschlummert hat.
kaum angesprochen worden ist, es sei denn auf vertriebenen Treffen, plötzlich wird es ein Bestseller. Woran, glauben Sie, liegt das? Also einmal ist die These, dass nicht angesprochen wurde, falsch. Es war nur nicht so erfolgreich. Also Walter Kempowski spricht das seit Jahrzehnten an und andere auch. Es gibt ist inzwischen längst nachgewiesen, dass es eine breite Literatur darüber gab. Vor allem haben wir das natürlich heftig diskutiert direkt nach dem Krieg, also das Leid der Flüchtlinge und Vertriebenen und auch der Opfer des Bombenkriegs natürlich überhaupt nicht wegzudiskutieren war. Nicht? Aber es gab eine Phase zwischen, ich sag mal, 68 und Anfang der 90er Jahre, wo man zumindest in der Linken das nicht ansprechen durfte. Und ich muss jetzt mal offen sagen, bin diesem Tabu auch gefolgt. Ich war ein nachdrücklicher Befürworter der Ostpolitik von Brandt, vom Anfang an. Und wenn man das war, wollte man mit denen nichts zu tun haben, sozusagen. Ja? Mit diesen vertriebenen Verbänden, die ja dann gelegentlich, unter denen dann auch einige Radikale sagten, Brandt an die Wand oder sowas. Und deswegen, jeder, der das ansprach, und heute noch merke ich das in den Reaktionen von Joschka Fischer oder von Antje Vollmer oder von anderen, der gab den Rechten sozusagen Feuer, der unterstützte die Rechte. Es geht nicht um das, was Sie sagen, sondern um die Reaktionen, die Sie möglicherweise auslösen. So ist das, ja. Und aus diesem Grund hat es lange darüber keine Diskussion gegeben. Ich glaube übrigens, dass es noch einen anderen gibt. Wissen Sie, die wir das alle noch miterlebt haben, ich war ja 6 Jahre, als ich vertrieben wurde. Und stellen Sie sich mal vor, wie alt die waren, die damals 16 oder 25 waren. Die kommen ja alle in das Alter, wo sie wissen, es ist bald zu Ende. Und wenn man in dieses Alter kommt, ja, und irgendwo ist das auch schon mit 64 so, dann denkt man natürlich, was ist eigentlich deine Identität, was ist deine Geschichte? Und dann willst du darüber offen reden. Bei mir kommt noch der Effekt dazu, dass ich das Lügen der Politik an diesem Punkt immer unerträglicher gefunden habe. Und das habe ich am eigenen Leib erlebt. Da gibt es diese deutsch-tschechische Versöhnungserklärung von 97. Oder es gibt einen deutsch-tschechischen Vertrag, da war ich der Berichterstatter meiner Fraktion. Und wenn Sie sehen, wie die da alle miteinander tricksen, ja, also wie natürlich die Tschechen sagen nach außen, die Benesch-Dekrete sind obsolet. Und nach innen, wenn irgendein Urteil in ihrem Land gefällt wird, dass zum Beispiel ein böhmischer Adliger was zurückkriegen soll, dann sagen sie sofort, das oberste Gericht muss dafür sorgen, dass die Benesch-Dekrete nicht aufgeweicht werden. Und genauso unsere Vertriebenenverbände, die sagen, wir sind über Geld gar nicht interessiert. Oder einzelne dieser Vertriebenen, will ich mal sagen. Wir sind interessiert an Versöhnung und deswegen müssen diese Benesch-Dekrete weg. Aber natürlich spekulieren dann manche, wenn die weg sind, gibt es dann doch wieder eine Öffnung, um Geld zu kassieren, also für unsere verlorenen Bauernhöfe und Häuser. Und das wissen natürlich auch wieder die Tschechen. Und so belügen sie sich gegenseitig und tricksen miteinander herum. Und gelegentlich sind ja da viele politische Protagonisten auch ohne jede Kenntnis, was da eigentlich stattgefunden hat, auch in führenden Positionen in Deutschland. Und das ging mir immer mehr auf die Nerven. Und deswegen habe ich jetzt mal gesagt, was die Wahrheit ist. Das darf man sagen als Historiograf sozusagen, ohne im Einzelnen kalkulieren zu können und zu wollen, wie reagiert der da drauf und wie reagiert der da drauf? Ich glaube, ich habe demnächst eine kritische, polemische Diskussion mit bestimmten Teilen der tschechischen politischen Klasse. Aber ich habe auch sehr positive Reaktionen von vielen einzelnen Tschechen, die Deutsch lesen können. Bisher ist das Buch nicht ins Tschechische übersetzt. Es ist ja, ich glaube, diese Woche ist der tschechische Nationalfeiertag. Am 28. Und das tschechische Parlament hat ja mit überwältigender Mehrheit sich dafür ausgesprochen, Beneš ja zu einem, wie soll man sagen, zu einem Helden des Vaterlandes zu stilisieren. Redet auch keiner unserer politischen Helden, oder? Also das ist etwas, ich habe es bei Ihnen gelesen und ich war darüber doch etwas erschrocken. Ja, Sie müssen sich vorstellen, der Satz, Beneš hat sich um den Staat verdient gemacht, den hat man beschlossen zum 80. Geburtstag von Masaryk, dem Staatengründer. Was war nun wirklich ein humanistischer Politiker? Der war auch nationalistisch in einem Jahrzehnt seines Lebens. Aber der hat für verfolgte Juden gekämpft als junger Mann. Der hat Fälschungen offengelegt, nationalistische Fälschungen.
Und jetzt hebt man den Beneš auf die gleiche Stufe wie den Masaryk. Das ist so, wie wenn wir in Deutschland Hindenburg jetzt beschließen würden, was für ein bedeutender Politiker Hindenburg ist, und die sozusagen auf die Ebene von Bismarck stellen würden, ja? Oder von Adenauer oder von Brandt oder wen immer wir hätten. Beneš ist eben doch verantwortlich, erstens, und das müssen sich die Tschechen selbst am genauesten überlegen, für diese Orientierung auf die Russen, weil er so tiefst enttäuscht war von den Westmächten, die das Münchner Abkommen zugelassen haben, abgeschlossen haben. Und zweitens mitverantwortlich für viele, viele Tote in der wilden Vertreibung. Das hat die Regierung Beneš bewusst betrieben, um die Sudetendeutschen Angst zu machen, damit sie freiwillig fliehen. Denn die Hilfe der Roten Armee hatten die Tschechen sehr viel weniger als in Polen. In Polen sind ja viele Menschen einfach vor der Roten Armee davon gelaufen. Das, bei uns waren ja Teile von den Amerikanern besetzt und es war auch ein bisschen später und. Also, das ist eine Provokation und das Schöne an der deutschen Politik ist, dass sie... Dass wir uns die Augen etwas darüber zuhalten. Ja, sagen wir gar nicht, aus taktischen Gründen, wir wollen ja jetzt nach vorne schauen, nicht über die Vergangenheit reden, die Zukunft, das ist die eine Formel. Mhm. Und zum anderen wissen es manche vielleicht auch gar nicht so genau, nicht? Und wollen es auch gar nicht wissen. Und das kann einen dann schon ärgern. Ja, nicht nur ärgern. Also was mich denn doch etwas merkwürdig berührt ist, dass wenn wir jetzt auch mit der Osterweiterung im nächsten Jahr in eine gemeinsame Zukunft gehen wollen, ich glaube, man kann doch nur in die gemeinsame Zukunft gehen, wenn man, sagen wir, zumindest eine gemeinsame Sicht der Vergangenheit, jedenfalls in groben Zügen hat. Oder das weiß Sie, ich nicht. Das gemeinsame, das wäre ja eine Forderung, die fast nicht ausstehbar wäre. Also was wir jetzt gemeinsam machen wollen, ist Binnenmarkt, Wettbewerbsrecht, Innen- und Justiz. Dazu müssen wir kein gemeinsames Geschichtsbild haben. Denn ich sage Ihnen, das hat mir diese Debatte um ein Zentrum gegen Vertreibungen, für das ich mich engagiere, gezeigt. Bis wir mit der politischen Klasse in Prag oder in Warschau ein gemeinsames Geschichtsbild haben, das dauert noch lange. Ich bin dafür, dass wir miteinander so viel diskutieren, dass niemand die Ehrung der eigenen Toten und das Gedenken an die eigenen Toten sozusagen betreibt, um Hass gegen die anderen aufzustacheln. Aber ich möchte nicht die polnische Geschichte aufarbeiten müssen mit Litauen, mit Ukraine und so weiter. Und genauso ist es umgekehrt sehr, sehr schwierig. Aber muss man nicht ein Grundeinverständnis haben über ein paar Prinzipien, wie zum Beispiel Achtung der Menschenrechte? Das absolut. Aber ich glaube auch, dass im Prinzip in die Zukunft gerichtet diese Überzeugungen in den Staaten, die jetzt der EU beitreten, gemeinsam sind. Mhm. Nur der Streit, wie ist das früher gewesen, der ist halt nach wie vor überhaupt völlig ungelöst, weil wir auch gar nicht gewagt haben, das offen anzusprechen. Mhm. Und verstehen Sie, mein Grundpunkt ist, es gibt keine Täternationen und keine Opfernationen. Es gibt immer eine spezifische Mischung von Tätern, Mittätern, Mitläufern und Opfern. Es gab zu viele Mittäter in Deutschland. Das war nicht nur Hitler und seine Clique, völlig klar. Ich will die Geschichte überhaupt nicht umdrehen. Aber es gibt überhaupt keine Rechtfertigung. Man kann nicht sagen, das ist halt eine Folge von Hitler. Wenn man ein kleines Kind irgendwo im Sudetenland an Beinen nimmt und mit dem Kopf gegen die Wand schlägt. Dafür gibt es keine Rechtfertigung. Es gibt auch keine Rechtfertigung, eine Frau zu vergewaltigen oder einen alten Mann totzuschlagen. Und man kann da nicht sagen, ja, aber Hitler. Ich kann das alles verstehen, verstehen Sie? Ich weiß, wie der Krieg verroht. Ich weiß, wie die Ostarmee unter Ludwig Svoboda die tschechische gelitten hat. Verstehen, mit dem Kopf kann ich das alles. Aber wenn wir anfangen, das zu rechtfertigen, und das sind doch die Denkmodelle, die im Kopf vieler Leute sind. Das war eben Hitler und das war die Konsequenz von Hitler. Und deswegen sollen die das Maul halten. Das höre ich ja auch von großen Funktionsträgern in Deutschland. Und da kann ich nur sagen, ich halte das Maul nicht. Jetzt sind wir genau an dem Punkt. Ein Dokumentationszentrum gegen Vertreibung in Berlin. Dafür stehen Sie, dafür stehen Frau Steinbach, die Vorsitzende des Bundes der Vertriebenen. Und Robert Neudeck und Graf Lambsdorff und viele Liste andere. Ja. Und viele andere. Bring es mal auf einen Punkt. Warum Berlin? Weil nicht Städte schuldig sind, sondern Menschen. Die Behauptung, die Stadt Berlin ist schuld, verstehen Sie natürlich, da war die Wannsee-Konferenz, die Vernichtung der Juden geplant hat, da war Hitler mit seiner Reichskanzlei, dort wurde aber auch der Mord an Hitler geplant, es gab den Roten Wedding.
Und wenn Sie morgen von Berlin nach München gingen, würden Sie aus Warschau von vielen hören, das ist die Stadt der Bewegung. Also nicht Städte sind schuld, Menschen sind schuld. Ich war, lieber Herr Siegloch, für Bonn als Hauptstadt Deutschlands. Ich war für den symbolischen Bruch. Und dieselben, die diesen symbolischen Bruch nicht mitgemacht hatten und gesagt haben, es muss Berlin sein, Herr Schäuble, Herr Brandt und wie sie alle hießen, auch Leute, die ich sehr verehre, Herr Brandt, die sagen jetzt, ja, also Brandt muss man rauslassen, ja, der ist seit langem tot, ja, also da darf alles sein in Berlin, da darf die Regierung sein und da planen wir die Bundeswehr und die Bundeswehreinsätze, ist alles wunderbar, ja. Nur ein kleines Dokumentation.